Hi Leute und willkommen zu einem neuen Quiz hier auf Sporkle. Heute wollen wir mal rausfinden, wie gut ich die Namen von sämtlichen Mario-Spielen kenne. Ja, wir hatten ja neulich schon mal ein sehr cooles Quiz, wo wir rausfinden mussten, welche Mario-Games zu welchem Soundtrack gehören. Das war auch sehr spannend, deshalb schaut euch das auch gerne an. Natürlich. Und heute haben wir einige Videospieltitel-Vorschläge, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir müssen halt die 50 richtigen raussuchen. Und deshalb würde ich auch sagen, wir gehen hier direkt auf Play Quiz. So, den Timer könnt ihr schön gut sehen unter mir. Wir haben 6 Minuten Zeit. Und dann schauen wir doch mal, wie das hier so laufen wird. Okay. Super Mario Sunshine gibt's, Super Mario Galaxy 2 gibt's, Super Mario 3D Land gibt's. Mario Ping Pong glaube ich nicht, also nicht unter dem Namen. Mario Luigi Partners in Time, ja, gibt's. Wario und Waluigi, das gibt's leider nicht. Luigi Saves the Day, Mario Paint, das gibt's. Super Mario 256 ist ein Super Mario 64 DS-Hack, soweit ich weiß. Dann Mario Super Picross, ich weiß nicht, ob das Super dabei war, aber ich denke schon, dass es das war. Mario's Game Gallery, ja. Super Mario RPG, ja. Mario Fishing war ein Minispiel bei dieser PC Mario Spiel Collection, wie auch immer das war. Hieß, keine Ahnung, Mario und Sonic at the Olympic Games, ja. Mario Teaches Typing, ja, kennt man. Mario Kart 7, ja. Es gibt auch ein Game, was nur Yoshi heißt. Dance Dance Revolution Mario Mix, ich glaube, es heißt so, deshalb ja. Mario vs. Donkey Kong gibt es auch, Mario's Missing gibt es auch, spielt mal als Luigi. Super Mario Galaxy gibt es auch, wenn Super Mario Galaxy 2 gibt, logisch. Super Princess Peach, mega geiles Game. Super Mario Sunshine 2 gibt es leider nicht, Super Mario Bros. Gibt es. Mario Party 64, ein Super Mario 64-Hack. Super Mario Bros. 2 gibt es. Mario Sports Mix glaube ich auch. Da guck, hier kommt Mario's Picross. Weiß ich jetzt nicht, ob es Mario's Picross oder Mario's Super Picross hieß. Ich glaube, es hieß einfach nur Marius Picross. Kann ich das wegmachen? Na, scheiße. Scheiße. Ja, okay. Ich glaube, es hieß Marius Picross, nicht Super Picross. Mario Party 8 gibt es auch. Mario Kart Double Dash. Alter, ultra geil. Dann Mario und Wario gibt es tatsächlich auch. Marius Time Machine. Ich glaube, das hieß auch so. Ja, Super Mario World. Mario Power Tennis. Glaube ich auch. Aber ich lasse es mal. Mario Pinball Land gab es. New Super Mario Bros. Natürlich, Super Mario All-Stars gibt es auch. Mario Super Sluggers, heißt das so? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal erstmal, wie viel wir am Ende übrig haben. Dr. Mario, Paper Mario, Super Mario Strikers. Hieß das so? Weiß ich nicht, ne? Müsste eigentlich. Mario Bros. Gibt es, Donkey Kong gibt es, Yoshi's Cookie gibt es, Super Mario Land gibt es auch, Super Mario 64, Super Mario Kart, Mario Kart Super Circuit. Mario Clash, ich glaube, das war auf dem Virtual Boy. Mario Golf, ja. Hotel Mario, Alter, ich liebe es. So, und jetzt 42 von 50. Schauen wir mal. Dann nehmen wir noch. Was habe ich vorher denn gesagt? Super Mario Strikers nehmen wir. Mario Basketball, weiß ich nicht, ob es das gibt, ne? Könnte ich mir vorstellen. Mario Hoops 4 und 4. Ich glaube, das gibt es tatsächlich. Das war, glaube ich, auf dem Nintendo 3DS. Ultra dummer Name. Aber ich glaube, das gab es tatsächlich so oder unter ähnlichem Namen. Yoshi's Topsy-Turvy. Sagt mir auch irgendwas. Ich wähle es mal aus. Yoshi's Safari gibt es auch. Mal sehen. Wie gesagt, Mario Fishing war. Ja, okay, ihr seht es gar nicht. Mario Fishing. Das war. Ein Minigame bei einem anderen Game, also ein Unterspiel quasi. Ein Unterspiel nenne ich es jetzt mal. Mario Power Tennis. Eventuell auch, ne? Eventuell auch. Mario. Ich will halt Marios Picross aus. Wir müssen gucken, was davon richtig ist. Eins von beiden auf jeden Fall. Ja, und dann nehmen wir halt das hier. Schauen wir mal. You got 100%? Echt jetzt? Es gab beides, oder was? Es gab beides? Score 50 von 50? Mashallah, Digga. Guck dir den mal an. Der Manu. Der weiß ja alles. Der weiß ja alles. Also ich glaube, jetzt kann ich auch alles auf mich nehmen. Jetzt kann ich alles in meinem Leben schaffen.
Ich wusste nicht, dass es Marius Pickwas und Marius Super Pickwas gab. Ja, moin, Alter. Aber so an sich, geil, Leute. Richtig geiles Quiz. Da musste ich jetzt auch selber mal ein bisschen knobeln. Welche Games gab es denn? Welche nicht? Na, muss man schon ein bisschen überlegen. Und sogar noch 2 Minuten 18 auf dem Timer gehabt. Das ist gar nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, falls ihr nebenher mitgeraten habt, natürlich auch wieder euren Score reinschreiben. Und gerne auch mal selber Quizzes suchen, die ich mal hier in diesen Videos ausprobieren soll. Da würde ich mich mal drüber freuen. Ansonsten, ja, allgemein über Feedback freue ich mich natürlich. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin richtig zufrieden mit mir. Und wir sehen uns. Bis dann, Leute.